Komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Oh, verfluchte Schwester. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Hallo und willkommen zurück bei Until Dawn. In der letzten Folge sind wir hier ins Haus rein. Und wir müssen jetzt eine Deo-Dose finden. Was haben wir hier? Ein Totem. Verlust-Totem. Müssen eine Deo-Dose finden, um das vereiste Schloss aufzubekommen. Jetzt bin ich mal ganz kurz, hat sich da schon was geändert? Nee. Was? So, und ich habe auch schon gemerkt, dass ich mich etwas besser umsehen sollte, denn man übersieht relativ viel und auch sehr schnell. Es liegt auch daran, dass diese Kameraführung einfach immer so, ja, leicht schräg ist. Zum Beispiel hier hinten sieht man jetzt nicht, ob jetzt hier hinten irgendwas ist oder nicht. Aber hier ist noch was drin. Zwar ein Text, wenn mich nicht alles täuscht. So, was haben wir denn hier? Ihr könnt ja kurz auf Pause drücken und euch das durchlesen. Ich überfliege es bloß mal kurz. Okay. Also wurde der Hausmeister entlassen. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Da man sieht halt zum Beispiel auch nicht, jetzt ist in dem Raum noch irgendwas anderes oder nicht oder wie. Naja. Oder auch hier, man kann halt hier drüben nicht unbedingt erkennen, ob vielleicht irgendwas da unten noch liegt. Das ist nur ein schönes Bild. Hier ist noch eine Tür. Ich würde hier gerne rein, aber das geht anscheinend nicht. Hier weiter kann ich auch nicht. Also es ist schon sehr, ja, sehr schlauchmäßig. Echt cool. Familienporträt. Da haben wir die zwei, ne? Die zwei Schwestern, die umgekommen sind. Mutter, Vater und, boah, wie heißt der wieder? Josh, glaube ich. Ist nichts und hier ist auch nichts. Was war das? Was war das denn? Genau. So ein schicker Kopf.
Ja, man kommt da bestimmt noch hin, aber naja, man weiß nicht, was da ist. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Und ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten Durchgang hier mich. Was sind die? Hi Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ja. Dass ich relativ lang gebraucht habe in meinem ersten Durchgang, das Badezimmer zu finden. Huch, was war das? Ich bin mir auch jetzt gerade nicht sicher, ob ich hier richtig laufe. Hier war es nicht, ne? Nee. Seht ihr, das meine ich. Ich habe schon wieder keinen Plan. Ah, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das ist es. Da habe ich es ja diesmal wenigstens älter schneller gefunden. Und letztes Mal bin ich, glaube ich, fast jedes. Ja, fast jedes Zimmer abgegangen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mindestens ein Zimmer schon auf jeden Fall vergessen habe. So, machen wir hier mal auf. Ah, das ist Deo. So ein Dreck. Okay. Komm schon. Heiß. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Ah! Shit. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Babyvielfraß. Baby? Keine Sorge. Du wirst bald ein großer Junge sein. Ah ja. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Boah, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Wir haben ihn ja schließlich gesehen. Ich nehme mal Herausforderung. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich habe euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Oh mein Gott, das ist so eklig.
Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Eigentlich sind wir ja immer noch recht sauer auf den Typen. Wir provozieren mal. Hey, du verdirbst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Ich würde ja wirklich... Also, ich... Ich bin eher so der Typ hier, aber... Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein, du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike... Sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teenjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teenjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also... Glaubst du es? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Im Exil. Im Sexil? Nichts dagegen. Oh. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Oh Mann. So, bevor wir uns jetzt aber mal auf die Hütte, also auf den Weg zur Hütte machen, möchte ich mich mal kurz hier etwas umgucken. Dann...
Vielleicht ist ja hier irgendwo irgendwas. Vielleicht sollte ich auch die Controllersteuerung mal etwas umstellen, weil es ist schon ein bisschen nervend, dann mit der Taschenlampe immer mit dem Controller rumzudrehen und wenden. Das mache ich vielleicht mal ganz kurz. Steuerungsoption. Genau. Mal probieren, ob das vielleicht besser ist. Und was können wir hier? Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Okay. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass, wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Es ist eiskalt hier draußen. Da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Da zieht man sich warm an und dann ist auch warm. Dann ist es nicht so kalt. Ja. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Oh. Eigentlich, ne, wieder hier drüben? Also, hier? Ach, ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Hier. Was kann ich dafür, dass sie nicht kapiert, was Zieleine-Schlampe heißt? Ja! Schau im Wörterbuch nach, Schlampe! Oh. Oh. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Oh, ich glaube, ich muss mal ganz kurz entschuldigen. Ich glaube, ich muss das doch wieder umstellen. Ich glaube, damit komme ich doch wesentlich besser zurecht. Da haben wir noch was. Ah, noch ein Totem. Wow. Okay. Was war das? Okay. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Hey, im zweiten Mal. Du bist echt genial. Alter. Ich hab grad schon so gedacht, so, ja, hallo, kann ich jetzt noch so den Kopf bewegen oder so? Pam! Der Typ hinter uns. Oh.
So, jetzt müssten wir auch das hier benutzen können. Tada! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Ich versuche auch alle möglichen Dinge eben zu finden, so Totems. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Man weiß immer nicht, ob das jetzt richtig ist, ne, richtige Anführungszeichen oder nicht, was man gerade sagt. Nein, Mike, nach oben bitte. Dankeschön. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Ist dir kalt? Weißt du was? Scheiß drauf! Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja. Alles gut. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Beim letzten Mal bin ich runtergehüpft und hab die... gemeinsam dieses Ding weggeschoben. Natürlich möchte ich jetzt wissen, was passiert, wenn ich das hier sage. Okay, Jess, da ist eine Lore. Ich glaube, wenn du sie wegschiebst, kommst du vorbei. Gut. Okay, ich werde es probieren. Ich meine, ist schon wirklich mies, sie ist zu ne? schwer. Helfend quetscht dich durch. Ah ja, okay. Ich versuch's nochmal. Sie ist super schwer. Vielleicht hast du sie schon gelockert. Oh, oh. Hey Michael, ich bin ja echt ziemlich durchtrainiert, aber hier passiert gar nichts. Irgendwelche anderen Ideen? Es tut mir leid. Hey, also, Babe, siehst du den kleinen Spalt da? Zwischen Lore und Wand? Diesen witzig kleinen Spalt? Ja, vielleicht kannst du dich einfach, naja, durchschlängeln oder so in der Art. Deine Meinung über meine Figur gefällt mir wirklich, aber ich glaube, mit diesen Ladies geht das nicht. Oh, mit denen, klar, okay. Kapiert. Okay, also... wie wär's, wenn du mir die Lampe runterwirfst oder, naja, wie ein echter Held runterspringst und mir raushilfst? Das tut mir wirklich leid. Ich wäre ja schon beim ersten Mal runtergehüpft. Okay. Jess? Ich werf die Lampe runter. Okay, Augen auf.
Das tut mir leid. Augen auf! Naja, Achtung! Hast du sie? Oh. Ja, ich hab sie! Aber ich möchte halt wissen, was passiert. Was war das? Alles klar? Ich hab etwas gesehen! Was? Da hat sich was bewegt! Okay, bestimmt nur eine Fledermaus oder so! Fledermaus? Okay, ich komme zu dir. Bleib, wo du bist. Na, die wird schon nicht beißen. Aber das machen Fledermäuse! Die beißen mich! Ja, okay. Komm schon! Wie gesagt, war eigentlich nicht, oder ist eigentlich nicht meine Art. Hallo. Wollen wir? Ja, gerne. Wo kommt ihr denn her? Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Ja. Tun, damit du die Gänsehaut los wirst. Spar dir das für die Hütte, Posa. Ah, hier haben wir noch ein Totem. So, die Musik hat mir jetzt zwar gesagt, dass da irgendwas war, aber ich habe nichts gesehen. Leider. So, gehen wir mal hier hoch. Was haben wir hier? Schädel. Wow, das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Dieses Symbol haben wir, glaube ich, ja auch schon gesehen in der ersten Folge. Am Anfang, glaube ich, oder relativ am Anfang. Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Das ist eine sehr gute Idee. Auch hier möchte ich mal kurz gucken, ob nicht irgendwas noch da hat. Da ist eine Karte. Scheiße. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Aber ich glaube, diese Karte hat uns nicht wirklich zu interessieren. Zumindest noch nicht. Da. Ja, da ist nichts. Okay. Dann mal weiter. Und
Zwar ist auch die Controllersteuerung etwas, also hier mit dem Licht, etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, das funktioniert bei mir zumindest besser als wie mit dem Stick. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ah, wir sind nicht draußen. Sehr gut. Hier kommen wir auch weiter. Ich glaube, ich gehe erstmal da lang. Da blinkt doch. Ja, da ist was. Da ist noch ein Totem. Oh Gott. Das ist doch hier gerade unsere Begleiterin. Oh je. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Und hier ist nichts. Was zur Hölle war das? Hey Jazz? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Oh, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael! Ich habe eine Mega-Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Okay. Ich streiche lieber meine Katze. Wobei, sie greift ab und zu auch an. Achso, hier. Ja, bevor wir jetzt aber hier weitergehen, werde ich die Folge hier mal beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!